Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Anvil of Dawn. Ich weiß, es kommt jetzt ziemlich unerwartet, da ich ja eigentlich mit Gothic und Planescape Torment ziemlich ausgelastet bin. Aber da ich gerade die 100er Marke was Abos angeknackt habe und ich angesprochen wurde, hier nicht mal reinzuschauen, dachte ich mir, dass es ein gutes Special wäre. Außerdem ist das Spiel an sich auch ganz cool und es ist im Gegensatz zu den anderen Projekten wirklich blind. Also bei den anderen Projekten tue ich ja meistens nur so, als wenn ich es nicht kenne, weil ich das Charakterwissen und mein Wissen voneinander trenne. Das werde ich hier nicht wirklich müssen, denn weder der Charakter noch ich wissen, was vor sich geht. Ich habe zwar einmal vor etlichen Jahren reingeguckt, aber bin nicht wirklich sehr weit gekommen. Das heißt, ein bisschen was von dem Spielprinzip kann ich euch am Anfang erklären, also wie das funktioniert mit den Stats und so weiter, aber von der Story her und nach dem ersten Dungeon werde ich mich nicht mehr auskennen. Aber fangen wir einfach mal an. So, jetzt können wir unseren Charakter auswählen. Die haben eigentlich alle unterschiedliche Stats, wie man an deren Statur ja auch sehen kann. Also er hier hat halt gute Kampfstats, also Stärke, Ausdauer und so weiter. Sie ist eher der Dieb. Er ist ein ausgeglichener Charakter und er ist ein Magier. Und sie ist auch eine Kriegerin. Man kann diese Stats jedoch hin und her schieben, also sucht man sich am Anfang eigentlich nur ein Aussehen aus. Da nehme ich ihn hier. Eure Stärke sucht ihresgleichen. Falls ihr ausgewählt werdet, dürft ihr euch von nichts und niemandem aufhalten lassen. Ich habe ihn gewählt, weil er einfach mir am ähnlichsten sieht. Also der Bauch müsste vielleicht noch ein bisschen dicker sein, aber sonst was die Größe und die Statur angeht, passt er ganz gut. So, jetzt können wir hier noch unsere Stats verändern oder so beibehalten. Eigentlich wollte ich eh einen Krieger spielen, weil ich es meistens mag, dass meine Charaktere Plattenpanzer und dergleichen tragen können. Aber die Macht nur einen Punkt stört mich ein wenig. Also die Stärke ist halt, wie viel Schaden man macht im Nahkampf, Ausdauer, wie viel man aushält, Beweglichkeit, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich nehme an, es ist Rüstungsklasse und Schlaggeschwindigkeit. Aber weiß ich halt nicht genau. Und Macht ist die Zauberkraft. Und nur ein Punkt in Macht ist ganz schön wenig. Denn ganz am Anfang bekommen wir einen Zauber, das ist ein Heilzauber. Und das ist schon praktisch, wenn man ein bisschen mehr Mana hat. Also bin ich überlegt, noch einen Punkt von der Stärke oder von der Ausdauer wegzunehmen und darauf zu packen. Ja, machen wir doch mal. Oh, wir müssen alles neu verteilen. Na gut. Machen wir das mal. So. Ganz schön unbeweglich. Naja, aber ich habe lieber ein bisschen mehr Stärke und bringe schneller Gegner um, als dass ich weniger Schaden bekomme. Und wir heißen nicht Bryce, wir heißen Gerugon. Schon zu lange sind unsere Feinde ohne Angst. Ihr müsst sie wieder das Fürchten lehren. So, wir wachen jetzt in unserer Kammer auf. Mit einem Trank der Heilung. Und ein Mana-Kraut in der Kiste. Das Inventar finde ich übrigens sehr cool. Es ist so ein bisschen wie bei Ultima gehalten. Heißt, man kann die Sachen so verschieben, wie man will. Und innerhalb von ein paar Stunden wird das hier total wüst aussehen. Mit allem übereinander gestapelt und muss wieder richtig durchkramen. Das ist so ein Hands-on-Feeling. Dass man wirklich aktiv was macht im Inventar. Finde ich wesentlich cooler als diese Rasteraufteilung, die es bei anderen Spielen hat. Zum Beispiel bei Diablo oder so. Es ist zwar effektiver, aber hier hat man halt eher das Gefühl, wirklich selber was zu machen. Hier haben wir unsere Lebenspunkte und Mana. Gegenstände angucken können wir hier. Also was sie machen, das wird dann unten in der Mitte angezeigt. Hier regeneriert es Spruchpunkte. Und wenn wir das Kraut benutzen wollen würden, würden wir es einfach hier raufziehen. Hier haben wir unsere Zaubersprüche. Da haben wir jetzt aber leider noch keine. Was ist das hier? Oh, achso, hiermit kommen wir zurück auf die Spieloberfläche. Hier können wir Kisten reinpacken, die habe ich bisher noch nicht gehabt. Hier sind unsere Stats. Waffenfertigkeiten. Genau, also die Nahkampfwaffen sind in Kategorien eingeteilt. Und wenn man damit oft genug angreift, kann man halt Punkte verteilen. Was genau die Punkte machen, weiß ich aber noch nicht. So weit war ich noch nicht. Wir sind ungeschützt. Ja, wir haben nur unsere Hose und ein Hemd hier an. Das ist nicht wirklich viel Schutz. Aktive Zauber haben wir keine. Also hier werden sozusagen die Buffs, wenn man denn Online-Begriffe benutzen will, werden hier angezeigt.
Wir sind nicht vergiftet und wir sind nicht überladen. Ah, dafür wird die Stärke wahrscheinlich auch noch zuständig sein, dass wir mehr tragen können. Umso besser, denn ich nehme ja gerne alles mit, was ich finden kann. Wie ihr vielleicht schon bei anderen Spielen gemerkt habt. So, hier haben wir unser Journal, da wird auch noch nichts drinstehen. Später wahrscheinlich unsere Aufgaben und irgendwelche nützlichen Tipps. Spielsteuerung und Abspeichern. Ist mein Testspeicherstand noch da? Ja, den übernehmen wir gleich mal. Speichern. So. Hier unten haben wir noch eine Minimap, die automatisch aktualisiert wird, was recht praktisch ist. So können wir auch sicherstellen, dass wir nichts verpasst haben hier im ersten Bereich. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Der alte Mann, Berater unserer Gebieterin, wünscht euch zu sehen. Tatsächlich? Will er mich zum Frühstück einladen? Nein, genauso wenig wie der Hofmagier und der Waffenschmied. Auch sie wollen euch sprechen. Beeilt euch! Auch dir einen guten Morgen. Es ist später, als ich dachte. Ob dieser erholsame Schlaf ein gutes Omen ist? Es ist bald Mittag. Gutes Omen oder nicht, es ist Zeit für euch zu gehen. Mittag? Verflucht seien diese müden Knochen. Sind die anderen bereits fort? Alle anderen, die meiner Gebieterin dienen wollen, haben sich schon früh ans Werk gemacht. Ja, das Dialogsystem gefällt mir auch. Also es ist momentan noch nicht sehr weitläufig, aber es erinnert schon ein bisschen an Wizardry. Da könnte man ja auch einzelne Namen dann anklicken und dazu Informationen bekommen. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Wiglaf, ein treuer Diener meiner Gebieterin. Die Frage ist jetzt nur, ob sich das auch noch erweitert. Also jetzt haben wir halt nur drei Optionen, es kommt nach und nach eine hinzu, aber es sind keine Verzweigungen da. Und wenn ich später mit einem anderen NPC reden würde und jetzt irgendwas über die Burg erfahren würde zum Beispiel, ob ich dann zu ihm zurückgehen kann und über die Burg was fragen. Aber das müssen wir dann später halt gucken. Der alte Mann. Du meinst bestimmt den Weisen. Wo kann ich ihn finden? Ihr findet den alten Mann in den Tiefen des Schlosses. Steigt einfach die Treppen hinab. Sind der Hofmagier und der Waffenschmied auch so leicht zu finden? Ihr werdet sie schon finden. Sie haben Dinge für euch, die ihr brauchen werdet. Die Palastwachen werden auf euch achten. Hab Dank, junger Mann. Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Mögen euch die Götter Kraft verleihen, damit ihr unseren Feinden trotzen könnt. Die Synchronisation gefällt mir auch extrem gut. Also die Stimmen sind erstmal sehr angenehm. Und auch keine großartigen Übersetzungsfehler bisher. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass der Charakter, den wir ausgewählt haben, ist ja eigentlich so ein bulliger Typ, recht groß. Und normalerweise in modernen Rollenspielen, wenn man so jemanden auswählt, gibt er fast nur Grunzlaute von sich und hat nichts wirklich Nettes zu sagen. Aber hier ist es ja ein recht sympathischer Kerl eigentlich. Und das finde ich schon mal ganz cool. Also es ist nicht so voraussehbar. Was blockierst du denn? Einen guten Tag wünsche ich. Darf ich passieren? Zum Bedauern meiner Gebieterin? Nein, heute darf niemand hier durch. Ist es hier im Palast immer so still? Es ist wohl die Art von Stille, die unser Schicksal mit sich bringt. Die Freude der alten Tage ist vorbei. Verzweifelt nicht. Der Kriegsherr hat schon so viele Schlachten gewonnen. Er fühlt sich unbesiegbar. Und das ist seine Schwäche. Ist es also Stärke, wenn wir uns als Besiegte fühlen? Eure Worte sind seltsam. Ja. Ihr solltet euch nun wieder euren Aufgaben widmen. Habt Dank für eure Worte. Ich will euch nicht länger von euren Pflichten abhalten. Dann lebt wohl. Unsere Hoffnung geht mit euch und den anderen. Ja, wie gesagt, ein sehr sympathischer Kerl. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Seher zu suchen. Das war der in dem Intro. Mit dem Juwel auf der Stirn und halt den Magier, das ist er hier, und den Schmied. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir sagen, wer... Ich bin Shangruk, der Hofmagier. Ihr habt euch verspätet. Ihr seid also der Hofmagier. Ich sollte euch aufsuchen. Eure Verspätung missfällt mir. Warum wart ihr nicht bei den anderen? Es scheint... als solle ich gut ausgeruht sein, damit ich eurem Unterricht umso besser folgen kann. Eine geistesgegenwärtige Antwort. Ja, ich bin bereit, euch die Symbole zu lehren.
Ihr meint die magischen Gesten. Ich weiß so wenig. Oh ja, sehr wenig. Mit den Symbolen beschwören die Sterblichen die Elementarkräfte. Mit ihrer Hilfe kontrollieren wir die Kräfte des Feuers und Wassers, befehlen Wind und Erde und schleudern Blitze auf das Land. Die Sterblichen wurden aus diesen Elementen erschaffen. So haben wir eine Sprache, um zu ihnen zu sprechen. Die Symbole. Ich habe mich noch nie besonders intensiv mit Magie beschäftigt. Was kann jemand wie ich denn lernen? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Für den Anfang werde ich euch zwei Zaubersprüche lehren. Der erste ist gesegnetes Verweben von Wunden. Ihr werdet ihn bestimmt brauchen. Seht genau hin. Den Zauber hatte ich am Anfang schon mal erwähnt. Ist der Heilzauber. Nun tut es mir gleich. Versucht den Zauber. Und Gott sei Dank müssen wir das nicht selber machen. Nein, nein! Seht noch einmal genau hin. Konzentriert euch und lernt. Ich werde es versuchen. Gut, ihr seid wohl doch nicht völlig unbegabt. Nun zum zweiten Zauber. Ihr habt die Wahl. Wie wähle ich diesen zweiten Zauber? Wählt ihn aus einer der Disziplinen, von denen ihr so wenig wisst. Erde steht für Metall, Stein, geschmolzene Raserei. Wind steht für Stürme, Heulen, Wirbelwinde. Feuer steht für Brände, Asche und Drachenfeuer. Wasser steht für Nebel, Wasserstrahl und Eis. Blitz steht für Sturm, Donner und wilde Kräfte. Ja, also bei meinem ersten Ansatz, den ich hier gemacht hatte, hatte ich Erde gewählt, weil es halt eher nach Schutz klang, aber da kam dann doch ein Schadenszauber raus. Also nehme ich jetzt mal Blitz, weil er meinte am Ende wilde Kräfte. Vielleicht kriegen wir hier so irgendwelche Stärke-Buffs oder dergleichen. Ich wähle einen Zauber aus der Disziplin Blitz. Aus der Disziplin Blitz kommt lachender Totenschädel donnernder Macht. Nun seht mir genau zu. Die Namen sind echt der Hammer. Na gut, wir könnten jetzt die anderen Disziplinen auch nochmal ansprechen, aber wird uns keinen dritten Zauber geben. Gibt es noch weitere Bereiche? Nur noch den ältesten und schwierigsten. Es ist die Magie der Lehre. Ich danke euch für alles, was ihr mich gelehrt habt. Es ist spät und ich muss jetzt weiter. Lebt wohl. Eure Fähigkeiten werden mit der Zeit wachsen. Lernt jeden Zauber, dessen ihr habhaft werden könnt. Und jetzt sehen wir hier die neuen Zaubersprüche. Also hier unten der Heilzauber und hier der lachende Totenschädel der Verdammnis oder wie auch immer der hieß. Genau, lachender Totenschädel donnernder Macht. Erzeugt einen Totenschädel, welcher mit donnerndem Lachen auf sein Ziel zuschießt. Ja, ist also auch ein Schadenszauber. Schade. Naja, aber gucken wir, was wir später noch für Zauber bekommen. Da ist der Schalter. So, jetzt müssen wir noch zum Schmied. Da kriegen wir unsere erste Waffe. Und danach zum Seher. Da. Ups. Was ich auch noch ganz cool finde, ist hier, dass der Wechsel, wenn man sich dreht, schön fließend ist. Also relativ fließend. So dürfte es für euch auch ein bisschen einfacher sein zu verfolgen, wie ich mich bewege. Das Ganze wird dann auch unten durch die Minimap ein bisschen unterstützt. Weil ich hatte auch mal überlegt, ein Dungeon Master Let's Play zu machen. Das ist ja quasi der Vorgänger von all diesen Spielen. Aber da kann man absolut nicht folgen, wo man lang läuft. Da sind die Wechsel absolut instant und man huscht nur durch irgendwelche kalkweißen Gänge, die alle gleich aussehen. Das kommt nicht so toll an. Aber hier haben sie es echt gut gelöst. Ihr seht aus, als wärt ihr schon ewig hier. Euch umgibt der Geruch von Eisen, Waffenschmied. Ich heiße Tal
Alle anderen sind bereits fort. Sie haben meine besten Waffen mitgenommen. Ich bin dankbar für alles, das ihr erübrigen könnt. Was habt ihr anzubieten? Ich kann euch eine Grundausstattung anbieten. Wählt einen Stil und ich gebe euch das Beste, das ich habe. Nun, da sind beispielsweise die Hiebwaffen. Ihr braucht Kraft für den Schwung und Glück für einen Treffer. Langwaffen sind so alt wie der Speer selbst. Stichwaffen gibt es schon, seit es den Krieg selbst gibt. Fernwaffen halten den Gegner für eine Weile ein wenig auf Distanz. Ja, also wirklich hilfreich waren seine Tipps gerade nicht. Unter Hiebwaffen fallen hier übrigens Äxte und Hämmer. Keine Schwerter. Also für mich ist ein Schwert eher eine Hiebwaffe als eine Stichwaffe. Weil wenn man schon mit einem Langschwert versucht hat zuzustechen, das ist nicht gerade so einfach. Zuhauen ist damit wesentlich einfacher. Langwaffe wären dann die Speere und Stäbe und Fernwaffen sind klar. Also nehme ich jetzt mal Stichwaffe, weil ich primär mit Schwertern kämpfen möchte. Weil vor allem bei so alten Rollenspielen sind meistens Schwerter am häufigsten vorhanden und sind auch die besten Waffen. Eine Stichwaffe entspricht schon eher meinen Vorlieben. Was ihr braucht, ist ein gutes Breitschwert. Ja. Hier, nehmt dieses. Wenn jemand mir sagt, hier hast du eine Stichwaffe, dann wird es wahrscheinlich eher ein Degen sein, ein Florett oder ein Dolch, aber kein Breitschwert. Aber gut. Gibt es Neuigkeiten von der Schlacht? Oder neue Gerüchte bei Hof? Wir arbeiten Tag und Nacht, denn die Nachfrage ist groß. Da bleibt keine Zeit für Gerüchte. Aber ihr müsst doch irgendetwas gehört haben. Es sieht nicht gut aus. Mit jedem Atemzug verlieren wir Boden. Der Kriegsherr muss ein großer General sein. Eigentlich nicht. Es heißt, er verfüge über eine dunkle Magie, die alles umkehrt und verdreht. Aber schon komisch, dass der Heerführer kein guter General sein soll, sondern echt nur durch den Zauber gelenkt werden. Das glaube ich nicht wirklich. Aber das werden wir noch früh genug herausfinden. Und unsere Aufgabe ist es ja auch eigentlich nur, den Zauber irgendwie rückgängig zu machen oder auszulöschen, damit man dann gewinnen kann. Es wird Zeit, eure guten Waffen ihrer Bestimmung zuzuführen. Lebt wohl! Und vergesst nicht, dass ihr euren Verstand mehr brauchen werdet als jede Waffe. Hoffentlich meinte damit jetzt nicht unsere Macht, weil die ist ja ziemlich gering. So, jetzt können wir hier in einer der beiden Händen die Waffe packen. Macht keinen wirklichen Unterschied. Und später könnte man theoretisch auch zwei Waffen in die Hände nehmen. Aber man kann immer nur mit einer gleichzeitig zuschlagen. Also, wenn wir hier jetzt mal wieder noch eine Axt hätten, könnten wir hier drauf drücken. Dann können wir aber erst da drauf drücken, wenn dieser Timer abgelaufen ist, den man hier sieht auf dem Cursor. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob wir eine entweder die oder die andere Waffe benutzen würden. Der einzige Unterschied ist halt in der Schadensart. Also wenn wir jetzt hier das Schwert haben und hier den Hammer, dann hätten wir hier halt mit Stichwaffen einen Angriff und damit Hiebwaffen. Also wenn wir gegen einen Golem kämpfen würden zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass man dann eher mit dem Hammer zuschlägt als sonst. Und eventuell gibt es später auch noch Schilde. Aber das müssen wir dann gucken. So, hier ist sonst nichts mehr, dann gehen wir doch mal runter. Obwohl, er scheint ja schon recht häufig damit zuzustechen. Ich kenne mich jetzt mit Waffen so sehr auch nicht aus, also vielleicht sind Schwerter ja wirklich Stichwaffen in der Kategorie. Aber naja, Hauptsache macht damit Schaden und bringt Sachen um. Sind ganz schön runtergekommen hier aus. Ah ja, übrigens, an den ganzen Kisten, wo vorbeigekommen sind, die konnte man nicht öffnen. Das hat mich beim ersten Mal auch ein bisschen irritiert, dass hier einfach nur Kisten rumstehen zur Deko. Aber ja, die richtigen Kisten sind halt diese Metallkisten, die so ein geriffeltes Muster an der Seite haben. Die kann man öffnen, da sind auch meistens gute Sachen drin. Alter Mann, ich meine Meister Azaria, euch hätte ich hier nicht vermutet. Das dachte ich mir. Den Hofmagier und den Waffenschmied habt ihr wohl bereits getroffen. Beide waren sehr hilfreich. Bei euch allen möchte ich mich für meine heutige Verspätung entschuldigen. Ihr braucht euch für nichts zu entschuldigen, das ihr nicht verursacht habt. Vergebt mir, aber ich verstehe nicht ganz. Ich bin doch viel zu spät aufgewacht. Das genau war mein Plan. Ich wollte, dass die anderen früher gehen sollten. Denn ihr seid mein Geheimnis.
Vielleicht solltet ihr mir dies einmal genauer erklären. Hat der Kriegsherr bis jetzt nicht jeden unserer Pläne durchschaut und vereitelt? Gewiss haben die anderen bereits seine Aufmerksamkeit erregt. Aber ihr könntet unerkannt bleiben. Ah ja, also der Kriegsherr, der kein guter General sein soll, aber trotzdem jeden Zug vorausberechnen kann. Ha, irgendwas widerspricht sich hier. Welche List ist nun wieder eurem Geist entsprungen? Hinter dieser Tür dort liegt eines der seltenen Tore der Leere. Wenn ihr es betretet, werdet ihr viele Meilen sparen. Wo werde ich ankommen? Und welches Heer von Dämonen wird mich dort empfangen? Hinter den Linien des Kriegsherrn liegt eine kleine Burg. Niemand wird eure Ankunft in den Tiefen des Verlieses bemerken. Und wenn mich mein Glück verlässt, wird dieser Ort zu meinem Gefängnis. Das Glück wird euch gewiss nicht verlassen. Östlich der Burg liegt die dunkle Laterne. Dort müsst ihr hin. Die dunkle Laterne. Der Name selbst flößt mir Unbehagen ein. Welchen Zweck erfüllt dieser Ort hinter den feindlichen Linien? Dieser Ort ist nicht als Gebäude von unschätzbarem Wert, sondern wegen seines Bewohners, dem Zauberer der dunklen Laterne. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Findet den Zauberer und hofft, dass seine Laune so großzügig und sein Geist so standhaft wie immer sind. Welchem Pfad muss ich folgen, wenn er nicht den Fußstapfen der anderen entspricht? Dieser Pfad ist euer eigener. Ich habe euch nur die Richtung gewiesen. Er führt zur dunklen Magie des Kriegsherrn. Zerstört diese Magie. Kein Einsatz darf zu hoch sein. Und nun zum Tor. Ich wünsche euch Glück auf eurem Weg. Ja, also die dunkle Laterne. Wir sollen jetzt mit einem Breitschwert bewaffnet, ohne jegliche Rüstung, durch ein Tor in eine Burg teleportiert werden, die hinter den feindlichen Linien liegt. Sollen es durch die ganze Burg durchkämpfen, um dann einen komischen Magier zu treffen in einer Taverne. Ebenfalls hinter den feindlichen Linien. Na gut. So, und jetzt sind wir auch schon da. Kennt man ja aus anderen Rollenspielen, diese Tore. Und wir speichern erstmal ab. Nehmen wir den ersten nochmal. So, hier war ich auch schon ein Stückchen, aber noch nicht wirklich weit. Es kommen bald die ersten Gegner, dann kann ich euch mal den Kampf zeigen. Hier kann man leider auch nichts anklicken, das finde ich ein bisschen schade. Also es gibt keine Interaktion mit der Umgebung, außer bei Schaltern und dergleichen. Also man kann jetzt nicht gucken, ob hier irgendwelche Flaschenlose sind oder so. Ein Weinfass. Schade, dass ich so in Eile bin. Ja. Also unsere Aufgabe hier in der Burg ist ja... Nanu? Ist ja eigentlich nur rauszukommen. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Also wie ihr schon sehen könnt, der Kampf beschränkt sich eigentlich echt nur darauf, möglichst schnell auf die Waffentaste zu klicken. Und wir haben zweites Breitschwert. Jetzt kann ich das mal zeigen. Also ich kann jetzt nicht... Oh, obwohl... Doch, ein bisschen schneller scheint es zu sein, wenn ich erst darauf und dann darauf raufklicke. Als einfach nur so. Nee, doch nicht. Naja, also kann das schon mal wieder weg. Das können wir dann vielleicht verkaufen, wenn es den Händler gibt. Aber ja, die Kämpfe sind am Anfang noch recht langweilig. Mal gucken, wie sich das später entwickelt. Komischer Schalter. So, was sagt die Minimap? Wo sind wir reingekommen? Ah, rot, tote Monster. Wozu werden tote Monster angezeigt? Na gut, also wir werden da reingekommen sein. Dann sollte man nochmal kurz dahin zurückgehen, damit wir auch nichts verpassen. Also rechts rum und an der Wand lang.
die Platte hier ist auch irritierend, weil die macht irgendwie gar nichts. So, scheinbar nichts. Wir können gleich mal was rauflegen. Ah, hier ist nichts, nur ein Weinfass. Also ja, wie bei Lands of Lore und anderen Spielen dieser Art, kann man auch auf diese Druckplatten was rauflegen. Und dann bleiben die gedrückt. Aber es scheint sich hier nichts verändert zu haben. Ein Nachteil bei dieser weichen Drehung ist, dass manchmal will ich halt schon weiter drehen oder weiter gehen. Und der merkt sich dann die Züge und läuft sie nach und nach ab. Obwohl ich sie dann gar nicht teilweise wollte. Aber daran gewöhnt man sich wahrscheinlich mit der Zeit. Die Platte scheint echt nichts zu machen. Der Schalter macht nur die Wand hier auf und zu. Also ich höre ein Knirschen, aber es könnte die Platte nur sein und nicht irgendeine Wand, die sich bewegt. Was sagt die Karte? Na gut, lassen wir es erstmal drauf liegen und hoffen das Beste. Also momentan scheinen wir echt in dem Weinkeller zu sein. Gucken wir mal, wann wir hier rauskommen. Weil es ist klar, dass hier unten nur ein, zwei Wachen sind, die sich ein bisschen Wein stibitzen wollen. Ergib dich! Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Na, wo bist du denn? Hinter der Tür? Warum sprichst du uns dann an? Also ja, hier unten sind nicht besonders viele Wachen. Das dürfte sich oben dann ändern. Okay. Also wenn wir gleich da drauf treten, geht die Tür hinter uns zu. So. Schon mal für einen Fluchtweg sorgen. Ja, aber unsere Stärke macht sich auf jeden Fall bezahlt. Die Gegner sterben ja relativ schnell. Die Lebenspunkte, man kann übrigens nicht schlafen. Also man kann nicht die Lebenspunkte schnell regenerieren, sondern ist nur, das alles? Dadurch, dass das man einfach weiterläuft. Ist doch kein richtiger Kampf. Oder die Heiltränke benutzt. Aber die Heiltränke sind halt nicht unbegrenzt vorhanden. Das heißt, damit sollten wir sparsam umgehen. Theoretisch kann man das Spiel einfach eine Weile laufen lassen, um sich wieder zu regenerieren. Und ich denke, das werde ich auch machen, wenn ich mit einer Session hier fertig bin. Also ich nehme eine ganze Weile auf, dann speichere ich ab, beende die Aufnahme und lasse ihn einfach eine Weile stehen, bis er wieder Lebenspunkte voll hat. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Lebenspunkte voll sind oder ich neu geladen habe, je nachdem. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger So, dahinter ist ein Gegner gewesen. Oh, testen wir mal was. Nee, schade. Ich hatte gerade probiert, ob man die Tür auf dem Gegner zumachen kann, um ihn so zu töten. Das ging bei Dungeon Master an. Was bei manchen Gegnern auch echt nötig war. Na, komm her. Feigling, komm her. Aber die scheinen nicht besonders viel dabei zu haben. Also bisher haben wir nur einen Heiltrank bekommen und ein Schwert. Von vier oder fünf Gegnern. Also ja, den Heiltränken sollten wir auf jeden Fall sparsam umgehen. Man muss nur meckern anscheinend. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Ah, stimmt. Ich habe jetzt gerade auf dem Cursor halt den Speer, den ich aufgehoben habe. Mit der rechten Maustaste kommt er direkt ins Inventar. Also muss ich das nicht jedes Mal aufrufen. Noch ein Heiltrank und leer. Na gut, aber ich denke, ich mache erstmal einen kleinen Stopp. Wir sehen uns dann wieder, wenn er wieder volle Lebenspunkte hat. Und ich wieder Zeit zum Aufnehmen. Also.